Bei Gott ist es so gebig. Hier steht Jesus, der sagt, euer Vater weiss, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Du kannst zu Gott gehen und du weisst, er weiss. Du musst in den Vorspann liefern vor einer ganzen Stunde. Und du sagst, du weisst, Gott, letztes Jahr, dann ist das und das passiert. Und jetzt letzte Woche, das und die hinten und vor, ich weiss nicht mehr wie. Du kannst einfach sagen, hier bin ich. Das Thema bei Jesus bei Bergpredigt heute ist das Gebet. Und zwar sagt er zu den Mann und Frauen, wenn du beten willst, dann gang in dein Zimmer, mach die Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der aus Verborgenen sieht, sprich Gott, wird dich dafür belohnen. Und dann geht er noch etwas heftiger mit ins Zeugs. Wenn ihr betet, dann lehrt. Von dort kommt das Wort Lehre in diesem Fall. Dann lehrt nicht Gebetswort, aber wie solche, die gar nicht an Gott glauben. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie einfach ein viel Wort machen. Der aber, der an Gott glaubt, der soll anders sein. Euer Vater weiss, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Jesus geht natürlich auch wieder auf ein Verhalten ein, das sich auch dann zumal eingeschlichen hat. Die, die an Gott geglaubt haben, die gläubigen Juden, die sind Minimum dreimal am Tag im Tempel Opfer bringen, beten. Und wie es so geht, oder? Etwas, was man immer macht, das hat sich auch eine Routine eingeschlichen. Die Gebete sind auch nicht mehr von Herzen gebetet worden, sondern etwas monoton. Und sehr wahrscheinlich war es so, oh, du, jetzt muss ich noch in den Tempel heute Tag. Und dann wieder zurück arbeiten, weil das ist wirklich wichtig. Heute erledigen, dann habe ich mein Zeug gemacht, wie ich sollte. Und Jesus sagt, nein. Das ist eine Herzenshaltung, beten. Das ist nicht etwas zum Erledigen. Beten ist gut. Regelmässig ist auch gut. Aber nicht, dass ihr einfach wie eine Leistung gebracht habt oder eine Show, dass andere noch denkt, hey, wow, jetzt geht der schon wieder in den Tempel. Der war doch gestern dreimal. Das ist dann ein Gläubiger. Das ist dann ein Heiliger. Macht es nicht für das. Die Juden haben schon dann zumal ein Gebet betet, was sie auch heute noch beten. Schema Israel heisst das. Sagen sie dem, weil Schema heisst hören. Höre Israel. Aus dem 5. Mose 6, 4 bis 9. Noch heute beten das die Juden. Auch dann haben sie das bis zu dreimal am Tag betet. Ein wunderbares Gebet. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einzig. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das sind sie gebeten, der Inhalt top. Es war die Art und Weise, was sich eingeschlichen hat, das Abelieren. Nicht mehr darüber nachdenken, was sage ich überhaupt? Zu wem sage ich das? Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir überall betende Leute. Leute, die mit Gott reden. Der Mose zum Beispiel, steht in der Bibel, war ein bester Freund von Gott. Per Du. Die haben zusammen geredet wie du und ich. Gott hat den Mose geliebt und der Mose hat Gott geliebt. Der Mose war so viel nach bei Gott, dass er ihn sogar umstimmen konnte in diesen Sachen, mit ihm konnte diskutieren. Der Abraham war auch so ein Urvater. Auch der hat Gott so gern gehabt, war so viel nach bei Gott, dass er mit ihm über sein Innerste konnte reden. Gott hat sein Gebet, seinen Wunsch erhört, er hat ihm einen Sohn gegeben. Der Sohn war das Wichtigste für Abraham. Und Gott hat gesagt, gib mir ihn wieder zurück, wenn ich dich darum bitte. Der Abraham ist hinten und vorne nicht rausgekommen. Warum? Jetzt hast du mir doch das gegeben, was ich mir so fest gewünscht habe. Wo dein Segen drauf liegt, dein Plan, so wie ich mir es vorstelle. Gott hat gesagt, gib mir ihn. Abraham hat gesagt, ja, du bist Gott, du bist nicht. Ich verstehe dich nicht, aber ich mache es. So eng waren die. Die Hannah, die ist im Tempel gebeten, so viel lang und intensiv, dass der Priester gemeint hat. Sie haben zu viel über den Durst getrunken. Also, dass sie besoffen ist, oder?
steht in der Bibel, musstest du betrunken hierher kommen, hat der Priester zu ihr gesagt. Werde erst einmal wieder nüchtern. Die Hanna hat gesagt, nein, Herr, ich bin nicht betrunken. Aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus grossem Kummer und Leid gebetet. Hanna hat Gott ihres Innerste erzählt. Ihres Innerste, ihr Wunsch war ein Giel, ein Sohn. Ein Jahr später hat Gott diesen Wunsch erfüllt. Samuel ist auf die Welt gekommen. Einer der wichtigsten und grössten Richter und Propheten, die das Volk Israel hat bekommen von Gott. Es ist in der Bibel steht, dass dann zumal, wo er geherrscht hat, wo er sagen hat, Frieden ist gsi. Gott erhört Gebet. Er liebt Gebet. Er liebt, wenn wir zu ihm kommen. Und einfach echt sein. Keine Show, keine Leistung, einfach da. Und er würde Jesus weiterfahren, oder er tut weiterfahren in der Bergpredigt. Das Vater unser gibt ihn weiter und sagt, so könnt ihr zum höchsten Gott beten. Aber das schauen wir nicht jetzt zusammen an. Nächste Sonntag oder übernächst gehen wir in das sicher. Auch ein Gebet, das Millionen von Menschen immer und immer wieder beten. Jetzt tun wir heute noch einmal darüber nachdenken, was hat Jesus gesagt? Geht wieder seid zu dem Gott, der weiss. Er weiss, was bei dir geht. Ich habe mir so überlegt, weisst du, wenn da jemand herläufst, im Dorf, irgendwo, und dann fragen sie, wie geht es dir? Wisst ihr, was ich dann mache? Ich überlege, wie viel Zeit habe ich? Wie gut kenne ich die Person? Was erzähle ich ihr von meinem Leben? Und je nachdem komme ich zum Schluss, dass ich sage, mir geht es gut und jetzt muss ich eben gehen. Aber eigentlich war so viel mehr zum Erzählen. Aber ich wusste, ich kann dir jetzt nicht mein Leben ausbreiten. Es geht viel, viel zu lang. Und bei Gott ist es so gebig. Hier steht Jesus, der sagt, euer Vater weiss, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Du kannst zu Gott gehen und du weisst, er weiss. Du musst in den Vorspann liefern vor einer ganzen Stunde, wo du sagst, du weisst, Gott, letztes Jahr, dann ist das und das passiert und jetzt letzte Woche das und die hinten und vorne, ich weiss nicht mehr, wie. Du kannst einfach sagen, hier bin ich. Und ich mache es wie das Volk Israel. Höre Israel. Ich schweige und ich höre einfach mal. Gott, was hast du zu sagen? Ich meine, du weisst ja. Du weisst, was geht. Ich muss dir nicht alles erzählen. Was soll ich? Was willst du von mir, Gott? So tief, was Jesus da weitergeht an die Männer und Frauen. Geht zu Gott, wie ihr seid. Seid echt. Und er hört euch, er hört euch, er liebt euch, er kennt euch. Weil der Gott vor der Bibel ist einzig und er weiss, was ihr wollt. Höher geht es nicht mehr, grösser geht es nicht mehr. Zu dem Gott beten wir. Steht doch mit uns auf, weil genau das möchte ich jetzt auch machen. Der Gott in dein Leben und in mein Leben einladen in das, was er eh schon alles weiss. Wegen dem, es gibt ein kurzes Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Du kennst uns. Wir müssen nicht lernen. Wir müssen nicht tausend Sachen erzählen. Wir können zu dir kommen und sagen, ich höre. Ich bin da. Ich liebe dir und hilf mir, einfach ein Leben zu leben, das dir Freude macht. Und um das bitten wir dich heute Morgen. Mach du uns zu Beterinnen und Beter nach deinem Herz. Amen.